Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 2. Wir haben im Dorf Arroyo einige Aufgaben abgeschlossen, einen Brunnen repariert, einen Schleifstein für den Speer geholt, dass wir den schleifen konnten. Und Nahkampf und auch unbewaffneten Nahkampf beigebracht bekommen, Sporenpflanzen vernichtet, einen Hund gerettet und all solche tollen Sachen. Und dadurch haben wir eigentlich, denke ich mal, hier alles abgeschlossen und haben natürlich Erfahrungspunkte bekommen, was nicht schlecht ist. Sonst gab es wirklich nichts weiter. Das ist eine Zone, das ist eine Zone. Ach doch, da liegt eine Schaufel. Und ich weiß, wir brauchen später eine Schaufel. Oh, ich kann sie nicht tragen, weil ich überladen bin. Nein! Denn ich weiß nicht, später durch ein Let's Play, dass man später eine Sporenpflanze in einer Stadt ausbuddeln kann, die reden kann. Und da benötigen wir eine Schaufel. Also würde ich diese doofe Schaufel eigentlich gerne mitnehmen. Denn lieber lasse ich diese ganzen Holzdinger hier und nehme diese tolle Schaufel mit. Mach dich weg. Kann man mit dem Ding auch kämpfen eigentlich? Nein. Dies ist eine Schaufel zum Ausheben von Gräbern und so. Sie wiegt 10 Pfund. Na gut, man kann ja das Ding auch später dann den Begleitern geben. Hier ist das ja nicht mehr wie im ersten Teil, dass man wirklich mit denen handeln muss, sondern ich kann denen die Schaufel in die Hand drücken und sagen, hier, nimm die Schaufel. Und wenn ich die brauche, dann nehme ich die Schaufel mir wieder vom Begleiter und fertig. Ja, jetzt will ich nochmal mit dem Typ hier reden. Ja, dumm herumstimmen hilft nicht weiter. Sag das mal. Das Einzige, worüber du dir Gedanken machen musst, Freund, ist die Brücke. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Mit dir spreche ich nicht mehr, aufsässiges Schwein. Schau mal, es ist das auserwählte Wesen. Halt den Mund. Darf ich dich was fragen? Nein, ich habe keine Zeit für dich. Geh und stirb. Diese Ahnen. Deine Ahnen haben dich im Stich gelassen. Ich würde erst sagen, die haben dich im Stich gelassen, du Idiot. Deine Geister haben dich verlassen. Ich will das jetzt nicht wirklich durchziehen, aber es ist mal interessant zu sehen. Auch damit ich sehe, wie schlage ich mich in einen wirklichen Kampf gegen die Leute hier. Ha, jetzt hast du deinen Speer weggeworfen. Ein Fehler. Und ich treffe nicht, das ist auch ein Fehler. Ich kann doch auch nichts machen hier. Ah, hätte ich sagen, ich könnte doch was machen hier. Hält aber einiges aus. Mir geht's nicht gut. Das wird auch egal. Fall um, du Vollpfosten. Und er läuft weg.
Oder sind jetzt alle auf mich böse? Wahrscheinlich sind jetzt alle Bewohner von Klemmes. Ach, von Klemmes. Arroyo böse auf mich. Ach, der große Gott, sind wirklich alle böse auf mich. Gut. Ich wollte gerade gehen. Schütz, mein Freund. Oder kann ich dir noch was fragen? Nein. 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 Gut. Mach's gut. Mach's gut, Brückenwache. So, wir haben hier Error und Error. Reisen wir mal nach Klemmes Error. Eine Gruppe von Sporenpflanzen. Aha. Mist, wäre ich nicht zurückgelaufen. Ach, die Spornpflanze kann sogar eine Art Fernkampf machen. Ja, solange sie nicht trifft, ist mir das egal. Ach, ohne Schaden getroffen, na gut. Und sie ist eingegangen. Sie ist verwelkt. Zum Glück machen die nicht allzu viel Schaden. Ah, sie machen zumindest Schaden. Ich mache ja gar keinen. Na komm, du musst auch mal treffen, Max. Dafür habe ich dich 13 Jahre auf die Schule geschickt. Auf die Schule des Lebens in Arroyo. Kann doch nicht sein. Langsam muss ich doch mal die treffen. Sein Level-Up wäre wirklich nicht verkehrt. Die eine hat sich selber getroffen. Na, endlich! Na komm, die schaffen wir noch. Die kann nicht mehr viel aushalten.
Wir zwar auch nicht, aber... Das müssen wir noch schaffen, komm. Also. Man kann die Spuren aufheben. Wenn man natürlich die Pixel trifft. Pflanzendorn. Aha. Na, solange die Dinger nichts wiegen, vielleicht machen die Geld. Vielleicht kann man die Dinger verkaufen. Also manche kann man irgendwie einfach aufheben als manche andere. Zum Beispiel wieder nicht aufheben. Den aber gleich. Na gut. Was haben wir hier noch eigentlich? Diesen Handelsposten hier. Oh, ich wollte das nicht verlassen. Naja. Zu spät. Klemmes Error, wir kommen. Schwarzes Brett. Was steht drauf? Es gibt hier verschiedene Sachen. Einige Anzeigen, Stellenausschreibungen und sogar eine Zeichnung. Sieht so aus, als ob manche schon eine Weile hier hängen. Ich glaube, ich schaue mir dieses Bild mal genauer an. Eine primitive Zeichnung soll wahrscheinlich ein Brahmin sein. Mit einem großen X darüber und dem Wort Tor darunter und gekritzelt. Ich schaue mir mal einen anderen Anschlag an. Das sieht ja wirklich gut aus. Was über Alkohol? Alkohol. Spricht dich das an? Was? Geschäft läuft nicht. Benötige Hilfe zum Anheizen meines Destillators. Schneller und zuverlässige Hilfe gesucht. Kontakt. Whiskey Bob. Drüben in Ma Bagnos Laden. Hier ist ja etwas über ein Bart. Fühlst du dich irgendwie schmuddelig? Nichts entspannt einen Kerl mehr als ein schönes Bad. Auswahl zwischen drei aufregenden Badearten. Mit drei wunderschönen und talentierten Jenny, neuer Stan. Weitere aufregende Informationen gibt's bei Saul mit der dicken Nase im Badhaus. Gut, da kommen wir also nicht nur baden, sondern baden mit Happy End wahrscheinlich. Jemand will Echsen heute kaufen. Super Dollar für Super heute. Du hast Gecko heute. Ich habe die Dollar. Heute von goldenen Geckos besonders gefragt. Komm zuerst zu mir. Sayak, Inhaber und Betreiber der Schenke zum goldenen Gecko. Hier ist etwas über Ratten. Zu viele verdammte Ratten. In Traberstadt. Kommt und holt sie euch. So viel ihr essen könnt. Slim. Hier ist was über alte Sachen. Achte... Antiquitäten werden nicht mehr so gemacht wie früher, meistens eigentlich überhaupt nicht mehr. Wenn du dich für den wirklich guten alten Kram interessierst, komm zu Vic, dem Händler, im östlichen Teil der Stadtmitte. Na, da sollen wir ja hin. Sieht so aus, als ob jemand vermisst wird. Vermisste Person, hat jemand Smiley, den Fallensteller, gesehen? Smiley ist ca. 1,80 groß, sauber und stubenrein, meistens. Verschwand im Norden und ich vermisse ihn irgendwie. Artin Buckner. Das war's. Hey da! Dich habe ich noch nie in Klemmes gesehen. Ich bin Aldo, der Begrüßer der Stadt. Es ist meine Aufgabe, jeden zu begrüßen, der neu in der Stadt ist. Und alle Fragen zu beantworten, die ein Fremder über unsere idyllische Kleinstadt haben könnte. Willkommen in Klemmes.
Und wer bist du? Ich glaube nicht, dass eine Stadt wie Clemens einen Säufer wie dich zum Begrüßer oder sonst was annimmt. Mein Name geht dich nichts an. Mein Name... Nee, ich muss nicht jeden sagen, wo ich herkomme. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin nur ein Reisender. Ich mach das. Mein Name ist Max Sex. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Nun, mein Freund Max Sex, da du neu in der Gegend bist und so aussiehst, als ob du ein paar Ratschläge gebrauchen könntest, möchte ich dich darauf hinweisen, dass es üblich ist, den Begrüßer der Stadt erst zu entlohnen, bevor man ihn Fragen stellt und so. Eine Spende, was? Okay, ich glaube, es ist mal $5 wert, dass du mir vom Hals bleibst. Nun, ich möchte auf keinen Fall gegen eure Gebräuche verstoßen. Sind $5 genug? Du solltest mir etwas geben, damit ich Clemens nicht von deiner fürchterlichen Erscheinung befreie. Spende? Hier hast du einen kostenlosen Ratschlag. Halte dich eine Weile vom Alkohol fern. Danke vielmals. Ich hoffe, du bleibst nicht zu lange in der Stadt. Leute wie dich können wir hier nicht gebrauchen. Ah, Wilde, sind doch alle gleich. Ich weiß, dass du zuvor kein Geld für den offiziellen Begrüßer der Stadt übrig hattest, aber vielleicht bist du diesmal etwas großzügiger und möchtest offiziell in Clemens begrüßt werden. Mir wäre es lieber, wenn deine Eingeweide meine Klinge begrüßen würden. Na danke, ich glaube nicht, dass ich deine offizielle Begrüßung brauche. Ich bräuchte dringend etwas Geld für Medizin. Ich fühle mich ziemlich schwach, aber wenn du nichts Hust übrig hast, kann ich das auch verstehen. Vielleicht gibt es nächstes Mal, wenn es dich dann noch gibt. Ich speichere mal. Was passiert, wenn ich dem Kerl wirklich etwas gebe? Hat er Informationen, die wichtig sind, oder nutzt uns der Säufer eigentlich nur aus? Gut, hier hast du dein Geld. Vielen Dank, mein Freund. Ich möchte mir mit dem Geld etwas Medizin für meine trockene Kehle besorgen. Betrachte dich nun als offiziell der Stadt Clemens begrüßt. Hast du Fragen zu unseren schönen Metropolis? Ja, eigentlich hätte ich da ein, zwei Fragen. Oh, hier hat er noch was. Aldo, ich suche nach einem Händler, der vorzeitliche Dinge verkauft. Richtig alte Sachen, weißt du? Alte Sachen? Also der einzige ist der Händler, den ich kenne, der mit alten Sachen handelt, ist Vic. Vic? Wo kann ich diesen Vic finden? Nun, ich habe Vic schon eine ganze Weile nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt. Du kannst Jenny drüben im Badehaus fragen. Sie und Vic waren ziemlich dicke Freunde. Hat's gefunkt? Oh Mann, ich habe meinen Scharfsinn nicht verloren. Ah, also ist Vic zum Bad gegangen und bald mit Jenny ein Happy End. Gut zu wissen, dass du nichts verlieren kannst. Was? Dass du nichts verlieren kannst? Dass du noch nie hattest, egal wie tief du sinkst. Ich werde es riskieren, dir eine Frage zu stellen. Frag, o edler Spender. Was machen die Leute hier in Clemens so? Manche Leute in Clemens sind Farmer, manche züchten Brahmin, aber die meisten fangen Geckos. Was ist ein Gecko? Ein Gecko ist eine große Echse, die von den Fallenstellern hier in der Gegend wegen ihres Fleisches und ihrer Haut gejagt wird. Aber es ist ziemlich anstrengend, diese verdammten Viecher zu fangen und auch gefährlich. Mein Freund, ich rate dir, lass die Finger davon. Der Aufwand lohnt sich nicht. Noch eine Frage. Wo kann ich mit Waren handeln oder Heilung finden? Du kannst im Bucknerhaus oder auch im Goldenen Gecko einkaufen. Und Sachen verkaufen. Manchmal gibt es dort sogar heilende Kräuter. Nicht, dass ich welche für meinen Zustand kriegen würde. Die beiden Inhaber sind richtige Geizhälse. Wenn du nur ein bisschen zu spät zahlst, wirst du gleich zum Teufel gejagt. Was sie von schon immer, dass frische Luft neue Kräfte verleiht. Ich hätte noch eine Frage. Wo besorgst du deinen Schnaps? Du meinst meine dringend benötigte Medizin?
Ich habe sie immer im Goldene Gecko oder im Bucknerhaus gekauft. Aber sie geben mir erst wieder, wenn ich meine Rechnung zahle. Zum Glück braucht Whisky Bob manchmal Medizin für einige seiner Freunde. Freut mich, dass du eine Quelle für deine Medizin gefunden hast. Ich glaube, mehr muss ich nicht wissen. Interessant, wo kann ich diesen Whisky Bob finden? Whisky Bob ist meistens im Bucknerhaus. Hier in der Stadtmitte. Ich glaube nicht, dass er sich in letzter Zeit um seinen Destillator kümmern konnte. Von jemandem, dem es so schlecht geht wie mir, ist er einfach kein zuverlässiger Medizinlieferant. Freut mich, dass du einen anderen Lieferant gefunden hast. Kannst du vielleicht ein bisschen in die andere Richtung atmen? Ich habe noch eine Frage. Weißt du, wo ich einen Geek finden könnte? Ein Geek? Hey, du meinst einen Gecko? Von einem Geek habe ich noch nie was gehört. Aber ich kann dir von Geckos erzählen. Erzähl mir von den Geckos. Das haben sie schon gesagt. Das. Schnaps. Nein, das war's mal alles. Ich bin sicher, dass deine Großzügigkeit gegenüber Bedürftigen wie mir dir Glück bringen wird. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Der Briefkasten ist leer. Du hast das Gefühl, dass er schon lange tot ist. Oh, das könnte schon sein. Mein Hund liebt doch Fleisch. Das ist schön für dich, kleines Kind. Ich hab den Glitzerstein. Oh, das ist aber toll, mein Kind. Du hast einen Glitzerstein. Und ich habe einen Speer. Kann ich mit dir reden? Bürgerin von Clemens. Im Buckenhaus zahlen sie mir immer einen fairen Preis für meine Waren. Mal sehen, was gibt's hier? Wie heißt du? Max 6, kleines Kind. Schau her. Sieh weg, ich klaue nämlich. Was hast denn da an? Ein Voltanzug. Volt 13. Das ist, glaube ich, Tor. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich will erstmal in diese kleine Hütte gehen. Du siehst nichts Ungewöhnliches. Ne? Das ist schon toll, aber ich will eigentlich, dass du hier reingehst. Ach, hier ist nur das Badezimmer, das Scheißhaus. Lass mal die Tür offen, der stinkt ein bisschen. So, wir haben doch jetzt ein Magazin gefunden. Kugel und Kanone, das können wir doch gleich lesen und uns verbessern. Du lernst, wie man besser mit Waffen umgeht. Na also. Kleine Waffen auf. Ich denke, 83 soll das heißen. Ja, das ist doch schon allerhand. Und an der Stelle werde ich jetzt auch die Folge beenden und werde mich von euch verabschieden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Let's Plays von mir. Und Discord und Facebook und Twitter könnt ihr auch mal besuchen. Und in der nächsten Folge werden wir mit Tor reden und dann diese ganzen Häuser, die ihr seht, mal besuchen. Dann vielleicht mal hier hingehen, nach Wix suchen. Und dann haben wir etwas mitbekommen mit den mit dem Schwarzbrenner. Mit seiner Destille, die muss wohl aufgefüllt werden und ein Typ ist verschwunden, der meistens nicht stinkt und irgendwie sowas. Und das werden wir dann in der nächsten Folge alles oder nicht alles erfahren. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.